Ganz Europa liegt sozial wie wirtschaftspolitisch in Schutt und Asche. Die Armut steigt, Kinder sind betroffen. Die Arbeitslosigkeit auf dem einstigen Industriekontinent explodiert. Millionen Menschen in Europa stehen vor dem Nichts, werden Almosenempfänger ihrer gescheiterten Staaten. Die Deindustrialisierung schreitet voran, Europa verliert, China und die USA jubeln. Fette Gewinne, der Kontinent ist nicht in der Lage, seine Wirtschaft zu schützen. Idioten und Verbrecher sind überall am Werk, um das über Jahrzehnte aufgebaute, binnen weniger Jahre restlos zu zerstören. Die gesamte Basis für das soziale Gefüge, den friedlichen Zusammenhalt wird vernichtet. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Dem leistungsbereiten Mittelstand wird der Gnadenschuss erteilt. Die korrupten Waffenschieber in Brüssel haben derweil die Staatskassen ausgeraubt. 50 Milliarden Euro. 50 Milliarden Euro in die Ukraine überwiesen. Haben Ukrainer davon profitiert? Jein. Denn im Ausmaß von lumpigen 650 Millionen Euro für humanitäre Hilfe und davon haben Betrüger einen Großteil abgezweigt, kaufen sich Autos, Villen und Pools. 49 Milliarden sind bei Waffenkäufen sprichwörtlich in Schall und Rauch aufgegangen, als Feuerwerksraketen eines politisch wie moralisch zutiefst verrotterten Kontinents explodiert. Weitere 50 Milliarden Euro will die EU überweisen. Dieses Konglomerat geistig abnormer Rechtsbrecher, Räuber, Korruptionisten, Lügner und Betrüger. Viktor Orban reist in die Ukraine als erster Politiker seit 2,5 Jahren, der erstmals über Frieden sprach. Das ist Frau von der Leyen, im Ursprungsberuf als Flinten-Uschi bekannte deutsche Waffenschieberin, ein Dorn im Auge. Nun ist Orban nach Moskau gereist, um mit Putin über Frieden zu reden. Das darf nicht sein. Denn der Friede bringt kein Geld. Der Friede ist nutzlos, weil man nicht kassieren kann. Der Friede ist sinnlos, weil sich die Korruptionisten nur am Blut von Unschuldigen bereichern können. Tausende Menschen müssen in der Ukraine sterben, damit die US-Waffenlobby und ihre Kaufmarionetten in Brüssel fette Geschäfte machen. Tausende Unschuldige müssen sterben, damit weiterhin am Krieg und dem Elend einfacher Bürger verdient wird. Herr Michel, Herr Nehammer, Frau von der Leyen, Herr Scholz, alle sind entsetzt über Orbans Reisen. Nein, über Frieden darf nicht gesprochen werden, denn das lohnt sich bekanntlich nicht, gell?